Wir sind wieder da und ihr dürft sehen, wie ich auf diesen Knopf drücke. Bis gleich. So. Hallo. Oh, das ist definitiv die falsche Waffe. Okay. So, ha. Ich bin nicht da. In the face. Oh. Oh, schön aus der Luft gefangen. So gefällt mir das. Ja. Noch was oder warst du es jetzt? Gut. Kann es ja weitergehen. Hier los. Nom 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 nom. Hilfe, ich werde reingezogen. Wenn ihr wissen wollt, was zum Geier das gerade war, das war mein Wecker. Ja, mal schauen, checken. Geht wahrscheinlich eh nicht. Ja, heute habe ich mir gedacht, ich nehme mal früh eine Episode auf. Na, was? Oi. Krass. Oh shit, jetzt komm schon. Oh Mann. Ah, die kenne ich gar nicht. Neu. Hä? Man braucht ja noch zwei Schüsse. Oh Mann, habe ich vorhin ja echt verfehlt. Ha! Oh Mann. Würde ich ja schon wieder laden wollen wegen meiner Rüstung, die verschwunden ist mittlerweile. Aber ich meine, hier sind so viele Lebensautomaten. Da habe ich die Rüstung gar nicht so nötig. Geht auch nicht durch. Gut, it's all about security. Holy shit. Das ist ein fliegender Penis, der versucht, nichts zu penetrieren. Schau, wie er immer erregt zittert. Holy shit. Holy shit. You ain't get me, bitch. Ha? Jetzt wissen wir, warum er erregt zittert. Weil er so geil findet, wie ich angegriffen werde. Oh, jetzt habe ich auch eine Nachricht bekommen. Geil. Moment, ich lese die jetzt mal ganz kurz nebenbei. Das ist schon eh nur ganz kurz und vielleicht ist es sogar wichtig. Okay, interessant. Dann geht's weiter. Stirb. Er kommt wahrscheinlich nicht zwischen Arschloch und Vagina frei. So sieht's für mich zumindest aus. Korrigiert mich, wenn ich eine bessere Idee habt. So. Okay, was zum Geier so... Ja, da ist die Tür. Und nee, ich freue mich auf die nächsten Gegner. Was hast du dieses Mal zu bieten? Holy low. Oh, nicht so, Alter. Voll in die Fresse. Zwei Gegner, das war's. Toll. Toll. Okay, dann... Oh, ein Medikit. Heilige Scheiße. Musik ist mal wieder abgespaced. Ach lol, da kommt man nicht zurück, cool. Special Effect. Laborcode. Was? Wie er mich angeguckt hat. Oh, du bist es. Hallo, Freund. So einer. Er weiß auch nicht, was ich gehört. Holy shit. Holy shit, holy shit. Ha? Was ist los? Penner. Und es geht ab. Yeah. Ich finde es voll komisch, dass man dann nach vorne drücken muss. Holy shit. Das mit dem Licht, ey. Das war flashy. Holy.
Oh, der war ja voll versaut, ich. Hast du gesehen, wie ich den versaut habe, den Schuss? Unglaublich, ne? Sollte mich schämen. Schon wieder, man kann hier überhaupt nie, einem kann hier doch überhaupt nie die Munition ausgehen, solange man so viele Shells mit der Doppelshotgun, die alles mit einem Schuss kriegt. Das ist halt voll meine Waffe, es tut mir wirklich leid, dass ich so wie keine andere Waffe benutze. Aber ich meine, hier kommen die übelsten Gegner. Oh, ein Schuss tot. Ein Schuss tot. Die übelste Gegner, ein Schuss tot. Obwohl es nur neben. Das war jetzt nur neben. Tut mir leid, Leute. Schon wieder ein Security. Uiuiui, hier geht's ja ab. Ha. Ah, Treppe wieder nach oben. Das sieht doch mal interessant aus. Holy shit. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade lang gelaufen bin. Ha! Und dann bin ich anscheinend runtergefallen, okay. Ah, da kam ich also nicht durch. Ach, schon wieder, hä? Nee, nicht mal. Da wartet ein Security Armor auf mich. Und hier. Aha. Stimmt, hier sind die drei. Hier sind die drei Relikte, seht ihr? Holy, holy shit. Hey! Das gibt's. Das bringe ich mich jetzt nicht um. Speichere ich doch erstmal. Krass, hat er mir gerade mit einem Schlag irgendwie meine ganzen Armor weggenommen. Hart. Weil ich habe den ja gerade nicht genommen, weil ich genug hatte. Ich weiß nicht, wie ich hatte, aber ich habe das gerade nicht genommen, weil ich wusste, ich habe genug Armor. Holy shit. What? You have the soul cube, just like in the carvings I've been researching. If I'm correct, wo kommt der? Cube is our only chance to stop this. No time to explain now. You need to get to the caverns quickly. Take my PDA. It's right there on the desk. It's got security codes for the area. And my research logs on it. It'll help. I can't go with you. I need to finish my work here. Good luck. Okay, der auch. Was? Der Typ. What the shias? Oh, guck dir nicht an. Oh, holy shit, look at him. Look at him go, ja. Was nun? Ach so, ha? Huh? Okay. So ist das. Ah. Was? Okay. Okay. Gut. Watch me go. Yeah. La la la. Oh. Ah, jetzt ist Skelette hier. Kein Anstand. I can go everywhere. Wo ist er? Sehr schön. Wo geht's weiter? Da kommen wir her. Okay. Wo geht's hier genau hin? Mal sehen. Ah, hier ist noch ein PDA. Okay. Was? Jetzt kommen wir rein. Hä? Nein, ich wusste doch, dass ich da was höre. Hä? Wo ist der Typ? Ach, so einer bist du, hä? So einer ist es. Guckt sie euch an. Lalala, lalala. So. Und wieder ein bisschen Munition gespart. Damit wir dem direkt in den Nacken schießen können. Oh Mann. Ach, schon wieder? Oh, wir haben es geschafft. Jetzt frage ich mich, war das überhaupt so? Ich weiß es gar nicht. Hier habe ich das Level gerade so schnell geschafft, dass ich eigentlich direkt nochmal eins machen kann. Obwohl, das ist ein Aufzug, ja. Das ist ein Aufzug. Das ist ja Level 2, nicht Level 4. Habe ich etwa... Holy shit, ich habe keine Muni mehr. Was mache ich denn jetzt? Was ist nicht Verschwendung zu kämpfen?
Ach, das ist ganz nett. So. Holy shit, was ist das für ein Gang? Geht ja voll ab. Ja, passt schon. Was haben wir hier? Ah, das ist ein verkrappter Raum hier. Komisch. Achso, da ist noch so eine Stange, an der ich gehangen bin. Okay. Den zwei Waffen gehe ich jetzt weiter. Jetzt habe ich auch endlich mal keine Munition mehr, weil der Double Shotgun. Das hoffe ich. Okay. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann weitergeht. Nicht so, wie ich wollte. Okay, gut zu wissen. Probieren wir das gleich jetzt ganz normal. Oh shit, das macht so. Hey! Drecksack. Schießt der Kombos in den Arsch. Ja, mit seinen blöden Kombos. Was soll denn das? Na gut. Aha! Schon. Ja, ich muss jetzt mal Pause machen, muss mal ein bisschen Muni wieder sammeln. BFG-Zelle. Oh, BFG-Zelle. Und hier muss ich mal meine Muni verbrauchen. So. Kommt mal her. Caverns entrance unlocked. Freight loader returning to station. Aha. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich es machen muss, aber gut. Am Ende teleportiert er mich doch sowieso wieder weg oder irgendeine Scheiße. Oder? Mal sehen. Ey, das ist doch irgendwie ein Trigger oder so. Da geht's halt original wohin, aber ich weiß auch nicht. I can trust it. Wo geht's hier hin zum Geier? Hahaha, der Backflip. Der Sideflip. Ja, das war ein Sideflip, kein Backflip. Was soll ich sagen, für ein scheiß Videodisc-Gewehr haben? Videodiscs. Warum sind die Videos bis zu groß für ein paar Minuten Video? Ich dachte, das ist die Zukunft. Nichts Interessantes irgendwie. Weiß nicht. Hab keine Lust, mir das jetzt reinzuziehen. Das dauert zu lang. Wo ist denn hier gelandet? Ah, warte. Hä? Wo zum Geier fahre ich hier gerade rum? Ich glaube, ich bin hier falsch. Sehe ich, wenn jetzt innerhalb des nächsten Raumes ein Trigger kommt, bin ich richtig. Blech. Da weiß ich schon, was ich mitmache. Yeah! Na, wie gefällt dir das? So. Muss auch mal sein. So, bin ich ja mal gespannt. Irgendwie muss ich da runterkommen. Das ist das hier unten schon richtig. Denn von hier aus muss ich das jetzt finden. Was auch immer ich da gemacht habe. Warte, die kann ich jetzt nämlich wieder nehmen. Yeah. Oh. Oh. Oh, ich kann alles nehmen. Ja, hier ist die Richtung. Ah, ich find's so geil, wie es sie weghaut. Ich sollte die Waffe öfter mit mal nehmen. Jetzt müsste doch jeden Moment ein Trigger kommen, what the fuck nicht. Krass. Das ist flashy. Okay, dann fahren wir noch kurz und dann kann ich vielleicht mal wieder Pause machen.
Was haben wir jetzt? Ah. Komisch, dass hier keine Viecher rumlaufen. Das wäre doch ein schöner Cinematic-Effekt. Oder wo ist denn mal jetzt hier? Das würde mich interessieren. Cavern Entrance. So, so. Aha, okay. Ja, das ist doch ein gutes Timing. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. So, Leute, da ist immer wieder. Mal sehen, was gerade abgeht hier. Okay, wir haben sogar noch Muni. Müssen wir jetzt da draufklicken, oder? Ja, okay. Bis gleich. Okay. Dann gehen wir mal ganz langsam hier runter. Ich kann mich noch dunkel an dieses Gebiet hier erinnern. Sehr dunkel. Höchstens weil es so dunkel ist. Aber er findet das eh wieder ganz witzig. Von dem her brauche ich mir ja gar nicht groß Sorgen machen. Ah, oh, Spinnen. Toll. Wir lieben alle Spinnen. Auch vor allem, wenn die gleich mal zuspringen wie die Bitches. Komm, spring doch, was ist denn los? Oh. Er hat sich nicht getroffen. Gut, mal schauen. Ich brauch den ganzen Scheiß, der hier rumliegt, nicht mal. Das ist nur ein Stein. Mit dem kann ich leider nichts anfangen. Oh, der hat mich so getroffen, der Lichtkerl, hey. Du Sack. Ah, jetzt muss man wieder schauen. Oh. Er ist aber nett, er hat uns da gleich den BGM-Core dagelassen. BFG-Core, ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, dass es BGM heißt und nicht BFG, aha. So. Oh oh. What the hell. Hab das jetzt bald. Sowas. Schlägt er mich auch noch? Was soll das? Das mag ich ja gar nicht. Na gut, schauen wir mal weiter. Oh, gleich so. Na, haben sie uns gleich neue Türen gegeben. So gut sind. Ja. Holy shit. So. Die Munition haben wir noch genug. Und noch mehr ist genug. Was haben wir hier? Ein paar Shells. Ach, Shells sind immer gut. Ups. Na gut, nehmen wir uns halt das bisschen Health auch noch mit. Aha. So. Dich habe ich vorher gesehen. Brauch ich mir gar nicht kommen. Ah. BFG-Zelle. Sehr schön. Okay. Sonst scheint hier nichts zu sein. Aha. Der ist echt assi. Der ist echt assi. Das ist so ein klassischer NPC. Ich drehe mich erst ganz langsam zu dir und dann auf einmal schieße ich den Idiot los. Und dann kannst du auch überhaupt nichts mehr machen. So. Well, it's no problem for us. Gell? Da haben wir kein Problem mit. Das geht alles easy. Hoffe ich doch. Aber der plant schon wieder irgendwas. Irgendwelche Gegner will er mir wieder gegenwerfen. Ja, da, das wusste ich ja gleich. Hallo. Oh, gleich so einer. Oh, oh, das war aber nicht so geil. Ich stand nicht mein, ey. Aber wie ich es vorhergesehen habe. Ich sag's noch, er plant doch was. Ja, ich hab's wieder gewusst. Aber wenigstens war ich vorbereitet. Dann können wir eigentlich mal speichern jetzt. Penner. Heute nicht, hey. Heute nicht. Außerdem Dart Aim. Ihr müsst euch mal sicher. Ich glaube, ich habe mich gerade ziemlich präzise auf ihn drauf gedreht. Hoffe ich zumindest. Sehen. Und schon wieder haben wir genug Munition, um weiter zu schießen mit der Waffe. Aha. Eat it.
Eat it. Scheiß Spinnen. Was soll denn das? Na. Also irgendwie finde ich das mit der Plasma Gun echt entspannt, die Spinnen zu killen. Oh, sogar eine Security Armor, sehr schön. Da hinten ist auch noch ein Lebensautomat. Einen Speicher machen wir mal. Okay. Area sealed. Lift access offline. Ja, okay, geht anscheinend gar nichts. Das auch nicht, das geht. Aha. Der schon wieder. Das ist einem so gar nicht bewusst, wie viel Leben die eigentlich genau haben, wenn man die ganze Zeit mit der Stubble-Shotgun spielt. Aber hey, wenigstens werde ich hier ordentlich ausgestattet für die Gegner, die kommen. Okay, wo bleibt ihr? Holy water. Ja. Okay, egal. Holy shit. Ich hole mal von meinem BFG. So, jetzt machen sie einen dunklen Raum mit speziellen Effekt. Da kommt bestimmt gleich irgendwas, was einen erschreckt. Oder irgend so ein Scheiße, aber mir kann das ja nichts anhaben, gell? Ich bin immun gegen das. Jawohl, nee, um genau zu sein, bin ich ja noch nicht mal immun gegen das Erschrecken, sondern mehr immun gegen das Fürchten. Erschrecken kann mich Dinge trotzdem. So wie die Spinne, die mich immer wieder anspringen muss. Es gibt keine Kopf. Das wusste ich mal. So, waren das halt also lauter Spinnen, die mich da erschrecken wollten. Na gut. Da hatte ich ja die richtige Waffe in der Hand für. Welches Slot ist das eigentlich? 7? 8? Nee. 7. 7. Okay. Aha. Jetzt komme ich nicht mal weiter, oder wie? Shipment contains one small aspect respected, bla bla. Okay. Also, man muss hier mal wieder schauen, sonst schreiben die aber irgendwo Zahlen hin und dann stehe ich wieder vor irgendeinem Waffenautomaten und weiß nicht, was ich tun soll. Ah, was ist das? Okay. Hä? Bin ich jetzt hier tatsächlich nur für den BFG hingefahren oder wie? Das ist ja echt komisch. Komisch. Na gut. Fällt mir auch nichts Besseres zu ein. Hä? Nicht hier. Holy shit. Diese Sounds. Okay. Man hört halt Leute hier rumlaufen, aber ich glaube, da ist noch nicht mal irgendwie groß was gespawnt. Das ist einfach nur so ein paar Trigger-Sachen, so als Ankündigung dafür, dass gleich ein Feind kommt. Schauen wir mal. Trigger. Nix. Interessant. Kommen wir jetzt da vielleicht unten rein? Mann. Oder hier? Nee. Ja, da muss doch irgendwas sein. Ich weiß auch nicht. Ah, ich mach mir jetzt da irgendwie gerade... Nee, keine Ahnung. Was kann hier nur sein? Weil der Raum ist verschlossen. Hier liegt eine Leiche, aber nichts, was ich aufheben. Nichts, was ich aufheben kann. Ein leerer Stuhl. Da steht irgendeine Scheiße drauf. Ah, da steht drauf, was da genau drin ist. Irgendwelche Artefakte. Wahrscheinlich wieder sowas wie der Soul Cube, aber... Aber ich weiß auch nicht so recht. Und diese Tür will hier nicht aufgehen. Das ist echt komisch. Irgendwo muss ich hier irgendwas vielleicht machen. Aber was? Keine Ahnung. Ich ziehe aber mal die Taschenlampe und schaue es genauer an. Aha. So, so hätte ich das also fast übersehen. Naja, gut, wenigstens. Okay, aber jetzt ist echt ein Rätsel, wo genau es hier dann nun weitergeht.
Hier ist nochmal eine Treppe. Ah, hier ist... Aha. Okay. Aha. Hä? Toll. Da habe ich jetzt ein Geheimversteck auch noch gefunden, anscheinend. Naja. Hab jetzt auch nicht viel gebracht. Da geht's auch nicht weiter. Das ist sehr komisch alles. Aber hier kommt auch nichts. Oder hier, was soll hier auch sein, hä? Healthpack höchstens. Jetzt habe ich sogar aufgesammelt. Was für eine Verschwendung von einem Healthpack. Egal. Ja, es gibt ja eigentlich nur die eine Möglichkeit, dass da irgendwas ist in der Richtung. Die Leiter, da kam ja sonst nichts. Ich übersehe da bestimmt wieder irgendeinen Scheiß. Ich muss mir das einfach nur genauer anschauen, dann passt es. Hier ist auch nichts. Ja. Aha. Aha. Jetzt. Dachte ich mir doch, dass ich da einfach irgendwas übersehe. Ja. So, die Leiter ist wieder hochgefahren. Schweinerei. Das hat mir gerade echt 9 Health gezogen. Das hat mir original 9 Health gezogen. Was? Widerlich. Oh, jetzt kommt man nicht mehr raus. Aha. So eins. Oh, super. Stopp. Also das ist hier. Nee. So leicht lasse ich mir das nicht mehr machen. Tatsächlich, oder? Muss ich das nochmal machen. Na gut. Dann machen wir es halt nochmal. Ah, Bullshit. Jetzt schaffe ich es gar nicht mehr anscheinend. Na, was mache ich jetzt am besten? Gute Frage. Lass mal hier hoch. Dann den hier. Okay. Was für ein Motherfucker, der wollte ich nicht verrecken. Egal. Okay, dann aktivieren wir das Ganze mal hier. Und dann gehen wir nochmal hier hinter. Diese ganzen Geräusche, Mann. Ich weiß, was da kommt. Ach, BFG-Zelle nicht vergessen. Lalala. Hier passiert eh nichts. So. Guck dir doch mal im Spiegel an, dämlicher Springer, du. So, jetzt möchte ich das Ganze mal wieder ein bisschen Spaß. Hey, was genau ist dein Plan? Ja, guck. So ist es nämlich. Ja, das habe ich doch gewusst, dass der direkt versucht, auf mich loszugehen. Das war nicht der letzte seiner Art, die sind immer so aggressiv. So. Genau. Holy. Ah, dafür ist die Tür also da. Okay. Okay. Verstehe. Speichern wir jetzt nochmal. Und da geht's ab in der Shotgun. Wir haben nämlich wieder volle Munition. Oh, geht's denn hier nur hin? Warte. Aha, da unten. Das da. Service lift called to station. Okay. Schauen wir doch direkt mal. Den hier an. Alter, du machst viel zu viel Schaden für deinen Scheiß. So sieht's nämlich aus. Ah, so ist es wieder ganz einfach. Bleibt er jetzt? Ah, da kommt er ja. Von Gegnern her war es an, oder? Oh, apropos Gegner. Stop Service Lift. Wo fährst du denn hin? Aha. Okay, da habe ich nämlich nochmal was zum Aufheben. Sehr schön.
Okay. So. Jetzt geht's los. Ich habe gerade gespeichert. Okay, dann ist ja alles gut. Dann gehe ich ins Licht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da schweben gleich ganz viele Sachen um mich rum. Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder fallen die vielleicht von oben runter? Das kann auch sein. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Weg. Oh ja, da höre ich schon die ersten Gegner. Ja, Alter, wie begrüßt du mich denn, du Penner? Das finde ich aber nett. Hier. Ah, was passt? Ja, das noch endlich. Schön mal, ist nur einfach. Nee, ist dein Ende. Geht doch. Das hat aber gedauert. Okay, wie kommen wir jetzt darüber? Mal sehen. Erstmal speichern. Okay. Oh, what the fuck. Was gibt's? Das ist dein Plan, ne? Penner. Holy shit. Oh man, das läuft ja gar nicht geil. Na, das mache ich jetzt nochmal. Einfach aus Prinzip. So oft lasse ich mich von diesen drei Kackköpfen noch nicht treffen. Die gehen wohl jetzt auch wieder nicht dafür. Das sind zu hohe Maßnahmen. Gleich mit dir. Ja, heil die wieder. So, jetzt da aber. Holy shit, vielleicht noch so einer hier. Die haben mich aber erwartet, ey. Okay. Auch noch verstehe. Wo ist seine Teil, dass sich da so auf den Bodenraum teleportiert? Das vermisse ich irgendwie noch. Hat es mich im Stich gelassen, oder? Oder hast du vielleicht Angst gekriegt? Hä? Ah, Leiter. Ja, okay. Wenn es nicht kommen will, geh mal die Leiter hoch. Da ist es. Ah, du Drecksack, wollte ich gerade wegteleportieren, ha? Feiges Stück ist es. Na gut. Was genau geht's hier hin? Ah. Hab ich dich erwischt. Das dachte ich doch gleich. Weg mit dir. So. Wo geht's weiter? Level 1, okay. Kommt's wieder für Level 2. Oh, nee, 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 nee. 7, 7, 7. Oh, das war ein lang. Ah, jetzt haben wir's. Okay, das taugt mir. Das ist doch sehr schön. Wow, die Access Card. Ach, so einer auch noch. Oh, oh, du bist gleich mit, ja? Komm doch her. I watch you do. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. So einfach ist das. Mal schauen, wo geht's weiter? Nicht zufällig bei der nächsten Leiter. Nee, die geht dann in die Bosstür. Jetzt ausschaut und ich verfehle meinen Schuss. Sehr schwach. Oh, gleich mit Kakerlaken. Geil. Bullets. Interessant. Waren schon mal nicht zufällig die Bullets hier, oder? Ja doch, tatsächlich, er meint die Bullets. Oh, das ist nützlich. Das brauche ich vor jedem Bosskampf. Ein paar Bullets. Aber wie schön wäre es, wenn da mal 540 stehen würde und nicht nur da. So, das Richtige rausziehen. Das Richtige rausziehen. So. Oh ja, die sich super leitern, ne. What the fuck? Die hab ich verarscht? Ich dachte, da kommt gleich noch eine Leiter. Ho, mieses Stück.
Da habe ich wieder vom letzten Safe angefangen. Hä? Oh ja. So sieht das aus. Ne, warte, die habe ich gespeichert. Genau, dann ging es weiter. Jetzt finde ich Bullets. Genau, so sieht es nämlich aus. Oh, nee, warte, da war ja noch der. Jetzt hat er mich sogar... jetzt hat er mich sogar zweimal reingeknallt, aber das erlaube ich ihm nicht. Jetzt fahre ich den fertig. Der Typ hat keine Chance. Hoffe ich. Könnt ihr auch mit dem Raketenwerfer in den Arsch schießen? Warte mal. Aha, hahaha. Yeah. Das mag ich. Da habe ich schon wieder zweimal getroffen, aber mir ist es jetzt egal. Mir ist es jetzt egal. Ich brauche nur meine Bullets. Fertig. Okay. Na, jetzt geht es erstmal tief runter. Armor Shard. Speichern. Und jetzt... Ah, so sieht es nämlich aus. Kommt das ganz vor oder wie ist denn das? Ja, so. Opa. Also das war's noch nicht ganz. Aber gucken wir nochmal. Ist auch die beste Idee, die der Typ je hatte, in irgendwas reinzugehen, wo sich lauter solche Dinge die ganze Zeit hin und her ausfahren. Upsa. Also irgendwie ist das ein bisschen schwer, weil das erst einfährt und dann die, wo ich drauf springen muss, ausfahren. Das ist ein bisschen komisch. Also von hier kann ich nämlich nur hier hin, oder? So. What the hell? Ja, okay, das geht schon. Das geht schon. What, selber spreche ich gleich nochmal. Was war das? Aha. Moment, erstmal schaue ich mich natürlich um. Aha. Handgrenades und Rockets, okay. Was zum Geil habe ich da aktiviert? Wohin genau geht die Leiter? Ach so, die geht ganz hoch. Okay. Who are you? What are you doing here? Keine Ahnung. Attract attention and then they'll come. Get out of here now. Take that key card. It helped you get to the surface. Was genau glaubst du, was du hier machst? Jetzt bist du ja verhungerst? Fucking Idiot, Mann. Ohne Mist mal, was machen die da? Verhungern? Oder geht's auf dem Mars neuerdings Pflanzen, die man essen kann? Außerdem ist er eh bald tot, sobald ich weg bin, weil er ist ja nicht mehr für die Story gebraucht. Ja, aber ich habe Glück, dass ich da, wo ich zufällig runtergesprungen bin, es eine Leiter gibt, die sich von automatisch hochschiebt, damit ich wieder raus kann. Naja, andererseits, irgendwie muss man ja wieder raus können. Holy shit. What the hell? Wo ist diese BFG-Zelle? Ich brauche zwar eh nicht so viel, aber wenn ich schon die Waffe nie benutze, dann will ich auch wenigstens ordentlich Muni haben. Oder? Gut, hier oben kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Ich werde jetzt nur ganz kurz rätseln noch. Nee, es ist jetzt noch was ich mache die Episode lang. Kurz rätseln, wie man da hinkommen könnte. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hier so rüber. Oh, das war jetzt nicht so, wie ich geplant hatte. Ha. Von hinten kommen wir vielleicht irgendwie rein oder so. Na, warte. Aber ich würde es lieber so probieren. Okay. Das sind natürlich die gemeinsten Sachen, die man fett in die Fresse geklatscht kriegt. Aber man weiß, man kann sie nicht holen. Oh Mann, natürlich, wenn ich einmal rumlaufe ohne Waffe. Holy shit, Penner. So. Jetzt haben wir gesprochen. Okay. So einer bist du also. So einer ist er.
Ja, das geht schon. Okay, mal gucken. Was gibt's hier so zum Erkunden? Schwinde. Oh Mann. Okay. Mal genau überlegen, was habe ich da oben zum Geil eigentlich gemacht? Warte, vielleicht ist hier was aktiv geworden. Ah, die Access Card! Oh Mann, ja, das sagt die. Fucker, die sagt. Als hätten sie Schnupfen. Wenn sie verrecken. Tja, vielleicht schleudere ich damit ja einen riesigen What the fuck? Was. Vielleicht schleudere ich mit dieser Waffe keine Plasma-Pulse, sondern einfach nur ganz viele Bakterien und Viren. Ich meine, schaut euch das doch mal an. Bam. Ja, ich bin sehr munitionssparend. Ne, und mit dieser Präsentation werde ich euch dann auch erstmal wieder verlassen. Man schaut euch an, wie schön die ist. Müssen wir erstmal eine Runde bewundern. Und ich mache das für Episode 25. Okay. Und ich sage bis zum nächsten Mal, wo wir uns wiedersehen in dieser übernatürlich schönen Doom-Welt. Bis dann.